Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin im Mai. Und was kann es im Mai Schöneres geben als einen richtig schönen Heiratsantrag? Und den habe ich für euch dabei. Dann gehen wir auf die Seychellen auf einen klasse Ausflug. Und zuletzt kommt Susanne Fröhlich zu Olli auf den Balkon. Viel Spaß! Der Mai ist ja die klassische Zeit für wunderbare Heiratsanträge. Und das hat Christian bei Irene auch gemacht. Aber wie er das vorbereitet hat und wie er da mit unserer Crew zusammen das alles gemacht hat, großartig. Und ihr alle, wenn ihr sowas machen wollt, geht bei uns an Bord. Guckt mal. Conny, bist du hier? Schön, dass ich dich sehe. Pass mal auf, also, ich bin so aufgeregt wegen nachher und so weiter. Ich habe mir jetzt dieses Kostüm hier rausgesucht. Ist das jetzt in Ordnung? Ja. Ist das, geht das so oder so? Ich meine, ich bin so ein bisschen, weil es soll ja alles schlimm. Ach, schönen guten Tag. Hallo. Guido heiße ich. Es kommen immer mehr Menschen dazu. Ja, das ist die Irene. Hallo. Das ist ja unser Schauspieler. Du bist Irene? Ja, und sie sind Schauspieler. Irene, ich bin jetzt etwas verwirrt. Irene, liebe Irene, ja. Kommst du mal bitte zu mir? Ich will dich. Heinz Erhardt hat einmal gesagt, es ist manchmal schwieriger, den Mund zu halten, oder man sollte lieber mit dem Mund zu halten, als eine Rede. Ja. Und in diesem Sinne hat mich ein lieber Mensch gebeten, dir etwas vorzutragen. Okay. Hallo, mein Schatz. Auf diesem Wege möchte ich dir zeigen, dass du der wichtigste Mensch in meinem Leben bist. Vor 727 Tagen haben wir uns für ein gemeinsames Leben entschieden, haben Tage mit schwerem Wellengang überstanden, immer wieder zusammengefunden. Du bist für mich da, hörst mir zu, wann immer ich dich brauche. Mit dir gemeinsam kann ich jede Herausforderung meistern, jeden Berg bezwingen, jedes Meer durchkreuzen. Und deshalb möchte ein lieber Mensch dich jetzt etwas fragen. Baby, willst du mich heiraten? Ja. Danke euch allen für alles, für die Hilfe. Das war der Hammer. Ah, war das schön. Und jetzt auf Hochzeitsreise, zum Beispiel auf die Seychellen mit uns. Da war Dana unterwegs mit einer Reisegruppe. Und das ist übrigens das Tolle bei uns. Ihr seid immer in der Gruppe. Ihr seid nie alleine unterwegs, ihr seid immer in der Gruppe. Und zusammen in der Gruppe macht das noch viel mehr Spaß als alleine. Auf den Seychellen. Guck mal. Mein Name ist Dana und ich bin aus dem TV-Team und begleite Sie heute auf einem wunderschönen Ausflug. Unser erster Stopp ist hier auf Raslin und wir erkunden mal, was es neben einem schönen Strand alles noch so gibt. Seychellen haben sie 6 Palmen. 5 Sorten auf dieser Palmen. Die Name ist in Kreolisch Latanier ist die Seeigel. Alles, aber sie nicht stechen. Nur die Coco de Mer. Das ist klar. Ja, das ist ein Traum. Das ist hier einfach so unwirklich schön. Das ist unbegreiflich. Das waren allerhand Infos über Palmen auf Praslin und die Coco de Mer. Und jetzt geht's weiter nach La Digue. Welcome to La Digue.
ist ein Traum hier. Das ist die Felsen hier. Das ist Wahnsinn. Kann man nicht anders beschreiben. Das ist Paradies. Unser Ziel bei AIDA ist ja, euch alle glücklich zu machen. Und was passt besser zu glücklich als fröhlich? Susanne Fröhlich, die war bei uns an Bord und hat mit Olli auf dem Balkon ein Gespräch geführt. Wirklich fröhlich und lustig. Meine erste Kreuzfahrt war vor etwa 20 Jahren. Ich erinnere mich, ich war schwanger mit meinem zweiten Kind und es war in der Karibik. Und da habe ich mich, glaube ich, mit diesem Kreuzfahrtvirus infiziert. Wenn du jetzt nicht auf AIDA-Schiffen unterwegs bist, was machst du denn schwerpunktmäßig dann zu Hause? Schreibst du mehr Bücher oder bist du mehr im Fernsehen? Wie sieht so dein Alltag dort aus? Mein normaler Arbeitsalltag ist eigentlich gar nicht so groß anders wie bei ganz normalen Leuten, die ins Büro gehen. Ich stehe morgens auf. Gut, ich bin natürlich ein bisschen flexibler in der Zeitplanung. Wenn es jetzt ganz scheußliches Wetter ist, kann ich auch mal bis 8:30 Uhr liegen bleiben. Aber eigentlich zwinge ich mich so ab 9 am Schreibtisch zu sitzen und dann eine bestimmte Menge zu schreiben. Die Leute denken ganz oft, dass Schriftsteller so nur arbeiten, wenn sie die Muse irgendwie küsst. Also dass sie warten, dass sie eine Eingebung haben. Aber da kann man lange warten. Man muss sich selbst disziplinieren. Das heißt, ich zwinge mich, eine bestimmte Zeit am Schreibtisch zu sitzen, bis ich eine bestimmte Menge geschrieben habe. Wenn mir gar nichts einfällt und der Kopf wirklich leer ist, lese ich Korrektur meiner eigenen Sachen. Das finde ich dann oft so langweilig, dass mir dann schon was einfällt. Und man hat eine Menge Ablenkung zu Hause. Man denkt dann, ach, ich könnte auch mal feucht wischen, vielleicht die Küche. So, wenn man gar keine Lust hat zu arbeiten, dann fällt einem sowas ein. Was erwartet denn die Gäste bei deinen Lesungen? Also es sind nicht so klassische Lesungen, wo man so liest, 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 so ganz steif, sondern die Leute können mit mir auch sprechen. Also sie können mich jederzeit alles fragen. Ich frage auch in die Runde und ich nehme mir auch so einzelne, picke ich mir immer mal raus, damit die mich nicht einschlafen. Normalerweise sind bei meinen Lesungen ganz selten Männer. Und wenn Männer da sind, dann weiß ich, dann handelt es sich oft um sogenannte Kompensationsgeschäfte. Da wird zu Hause gesagt, Horst, da gehst du mal mit, das schadet dir nichts. Und dann sagt Horst, und es fällt ihm nichts ein und dann sitzt Horst da und denkt so, hier sitzen ja auch Herren so da, habe ich schon gesehen. Und das Schöne ist, meistens sind die Herren danach unglaublich glücklich nach dieser Lesung. Nicht etwa, dass es vorbei ist, das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt ist, dass sie denken, Gott sei Dank muss ich die Alte da vorne nicht mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, wie lesungserfahren Sie sind. Wie sieht es denn bei Ihnen hier vorne aus? Gehen Sie regelmäßig in Lesungen? Nein. Er sitzt auch in der typischen Männerhaltung da. Ja, ich sehe es schon. Wie ist denn Ihr Vorname? Wolfgang. Wolfgang, ich habe Sie im Auge. Ich werde Sie sozusagen bevorzugt behandeln bei dieser Lesung. Also mir hat die Susanne Fröhlich schon immer gefallen. Ich mag den Menschen, die Person. War sehr schön, hat mich begeistert. War ganz toll. Das Besondere an unseren Reisen ist übrigens dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir erleben etwas zusammen. Man kann die Erlebnisse zusammen teilen. Und das fängt an Bord, das geht aber weiter bis zu den Ausflügen, bis zu den Shows, bei allem dem. Und wenn man seine Ruhezone sucht, auch die findet man auf jedem Schiff und immer. Ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Das mal für alle die, die es noch nicht gemacht haben. Und jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche. Und wenn ihr mehr wissen wollt über uns, über unsere Ziele und alles, was dazugehört, dann geht ihr auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Wir starten in Gran Canaria und fahren als erstes nach La Gomera, Teneriffa und La Palma. Jetzt geht es zu den Azoren und wir besuchen Ponta Delgada, Orta und Praia da Vitoria. Das nächste Ziel ist die Blumeninsel Madeira. Noch ein Halt in Lanzarote und Fuerteventura und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Gran Canaria. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder der Woche mit der großartigsten Musik von Bord. Diesmal vorgetragen von Angelo, ein Kollege von mir, der bei der Abschiedsveranstaltung mit seinen Kollegen zusammen auf der Bühne etwas dargeboten hat. Und es ist richtig toll geworden. Viel Spaß, bis zur nächsten Woche. And I know I always be blessed with love. As the city grows, she put her flesh into my bones.